Ein sehr schönes Beispiel sind auch die für Rekursion oder wo man Rekursion einsetzen kann, um das entsprechende Problem zu lösen, sind die Türme von Hanoi. Das Spiel haben Sie vielleicht auch mal als Kind gespielt. Gegeben sind drei Pfosten, hier gekennzeichnet durch 1, 2, 3, und es gibt N Scheiben. Die liegen am Anfang, hier ist N gleich 4, auf Pfosten 1. Und zwar, die größte Scheibe liegt unten, dann kommt die zweitgrößte und so weiter. Ziel ist es jetzt, alle N-Scheiben von 1 nach 3 zu transportieren. Man darf dabei immer nur eine Scheibe bewegen. Diese Scheibe muss die oberste sein von einem Pfosten. Und man darf niemals eine größere auf eine kleinere Scheibe legen. Schauen wir uns das zunächst mal an, hier in einem Applet. Am Beispiel. Ich habe hier n gleich 3 gewählt. Hier sind die Pfosten. Und jetzt ist es das Ziel, diese drei Scheiben nach da zu bewegen. Ich nehme hier mal diese und lege die mal einfach hier hin. Jetzt nehme ich mal diese Scheibe und versuche hier drauf zu legen. Das geht nicht, weil die ist ja größer. Also kann ich die nur hier hinlegen. Jetzt könnte ich die hier hinlegen oder ich könnte die wieder hier hinlegen. Und so weiter. Das sind die Regeln. Jetzt schauen wir uns das aber mal an, wie sich das Problem lösen lässt. Ja, ich nehme hier 1, lege das dahin, nehme die 2 hierhin, lege die dahin, lege die 1 wieder da drauf, die kleinste Scheibe. So, und jetzt habe ich das Problem reduziert, darauf, dass ich hier nur noch die eine Scheibe habe und kann diese Scheibe hier rüber transportieren. Jetzt mache ich die Zweierscheibe frei, also die zweitgrößte, lege die da drauf. Und die da drauf. Machen wir einen Restart und nehmen 4 Scheiben. Jetzt wird es etwas komplizierter. Probieren wir zunächst aus. Legen wir die Scheibe dahin, die Scheibe dahin, die dahin. Legen wir die dahin, die wäre dahin blöd. Wir legen die dahin, hier drauf und da. Jetzt haben wir den Haufen, also im Prinzip das, was wir gerade gelöst haben. Die drei Scheiben hatten wir von hier nach hier transportiert. Haben wir die drei Scheiben in exakt derselben Weise von da nach da transportiert. Aber wir haben immer unterschiedliche Pfosten benutzt, wie wir dann hinterher noch sehen werden. Jetzt haben wir diese Scheibe frei. Wir können jetzt den da hinlegen, den da hinlegen, den da hinlegen. Den hier drauflegen, den da hinlegen und den da hinlegen und das Problem ist gelöst. Probieren Sie das einfach selber mal aus und irgendwann, möglichst nicht mit noch größeren Scheiben oder mit einer noch größeren Anzahl von Scheiben, jetzt ist es schon relativ schwierig. Aber Ihnen kann weiterhelfen folgendes kleines Programm, was folgendermaßen funktioniert. Hier wird in diesem Programm zunächst die Höhe eingelesen, das heißt die Anzahl der Scheiben. Und dann liefert es mir eine Folge von Zügen, die mir beschreibt, wie ich das Problem für diese entsprechend eingegebene Anzahl an Scheiben lösen kann. Und zwar basiert das auf folgendem ganz einfachen rekursiven Algorithmus. Hier wird aufgerufen eine Funktion verlege Turm. Hier wird als erster Parameter die Höhe angegeben. Also wenn ich hier 4 angegeben habe, wird hier 4 übergeben. Das sind jetzt die Pfosten von nach über. Das heißt, 4 Scheiben sollen verlegt werden von Pfosten 1 nach Pfosten 3 und der Hilfspfosten ist Pfosten 2. So, schauen wir uns diese Prozedur jetzt mal an. Falls Höhe größer 0 ist, wir betrachten ja jetzt den Fall 4, dann wird aufgerufen, verlege Turm von Höhe 3, Höhe minus 1 ist jetzt 4 minus 1 ist 3, und zwar von nach über nach. Das heißt, zunächst wird halt werden diese obersten 3 jetzt verlegt von nach über. Über war aber 2. Das heißt, diese drei Scheiben werden hier hingelegt und über ist jetzt 3. Das heißt, für Pfosten 3 wird als Hilfspfosten genommen.
Und anschließend, das wird jetzt hier, hier wird der Zug dann ausgegeben, dann wird hier die unterste Scheibe nach da transportiert. Und anschließend werden dann diese drei Scheiben, Höhe minus 1, von über, die liegen ja jetzt auf über, nach transportiert nach 3 und von der erste Pfosten halt als Hilfspfosten genutzt. Hier ist jetzt dieser rekursive Aufruf. Das heißt, das Problem der Höhe 3 wird weiter reduziert auf das Problem der Höhe 2, das weiter auf 1 und irgendwann, wenn die Höhe 0 ist, ist halt entsprechend diese Rekursion abgearbeitet. Schauen wir uns das auch mal in einer Demo an. Hier ist das Programm mal in Eclipse aufgeführt und wir starten es einfach mal. Dann werde ich jetzt gleich abgefragt nach der entsprechenden Höhe. Dauert eine Weile. Jetzt wird die Höhe abgefragt und ich gebe als erstes mal die Höhe 1 an. Dann ist es ja einfach. Dann muss ich die Scheibe, es gibt ja nur eine Scheibe, von 1 nach 3 transportieren. Wenn ich das Programm erneut starte mit der Höhe 2, dann schiebe ich von 1 nach 2, die kleinere von 1 nach 2, dann die größere von 1 nach 3 und dann die kleine von 2 nach 3. Wenn ich jetzt als Höhe beispielsweise mal 4 angebe, das haben wir ja gerade gemacht, dann wird hier mir aufgelistet die Zugfolge. Und das können Sie einfach mal an dem Applet nachvollziehen. 1 wird nach 2 transportiert, also die kleinste Scheibe von 1, die oberste Scheibe von 1 wird nach 2 transportiert, dann von 1 nach 3, von 2 nach 3 und so weiter, bis letztendlich von 2 nach 3 die letzte Scheibe dann transportiert wird. Und da kann ich durchaus auch größere Höhen mal angeben, wie beispielsweise 9. Da gibt es eine Menge an Zügen, die man dann schon mal ausführen muss.